So, heute ist der 18.09.2021, 18.09 passenderweise. Hier seht das auch nochmal. Und ja, ich dachte, es ist mal wieder Zeit für eine E-Mail. Hier könnt ihr nochmal die E-Mail vom Verfassungsschutz sehen. Ja, weil ich heute Morgen wieder mit meinen Genitalimplantaten, die jeden Tag eigentlich 24/7, da werde ich vergewaltigt werde und heute Morgen wieder bis zum Orgasmus vergewaltigt wurde. Und ja, dann dachte ich mir einfach mal, schreibe ich doch nochmal eine E-Mail. Also ich habe den BND hier unter, ich mache das auch gerne nochmal größer. BND Stasis, Gestapo, Nazis vom BND. Wenn ich da draufklicke, seht ihr aber, dass die E-Mails hier die E-Mail vom BND, Zentrale Bundesnachrichtendienst.de. Könnt ihr euch das übrigens jetzt mal an meine normalen Zuschauer, könnt ihr euch das vorstellen, dass alles, diese ganze Seite, ich muss mich ja so kaputt lachen, wenn ich die Seite sehe, das ist alles riesiger Beschiss, das ist alles, ist einfach alles nur eine Täuschungsfront, ne, wie Dr. Catherine Horton schon gesagt hat. Diese ganze Aufmachung, alles. Wirklich, also es ist wie von Goebbels persönlich gemacht, wirklich. Also Goebbels hätte es nicht besser hingekriegt. Warum nicht gleich Staatsschutz? Nicht Staatsschutz, warum nicht gleich die Stasi, ja? Naja, okay, also hier seht ihr meine E-Mail an alle meine Zuschauer. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit fordere ich Sie erneut auf, meine Implantatfolter einzustellen, insbesondere die Vergewaltigung im Genitalbereich. Des Weiteren fordere ich, dass ihr es unterlasst, mich weiter illegal zu implantieren. Der Fakt, dass hier nichts passiert, bedeutet, dass ihr euch alle strafbar und haftbar gemacht habt. Ich möchte euch daran erinnern, dass die Kosten für die nicht genehmigte Nutzung meines Körpers 500 Millionen Euro beträgt. Wir sind so, sogar wenn ich beide Augen zudrücke, schon längst im Milliardenbereich. Ihr könnt euch schon mal überlegen, wie ihr meine Entschädigung auftreibt. Mit freundlichen Grüßen, Adrian Nachtstetter. So, hier dann nochmal die Videos. Und euch ja selber mal angucken. Wie gesagt, ja. Ich überlege, ob ich noch ein Video hinzupacke. Auf jeden Fall, das reicht ja. Das sind ja meine Kanäle und auch mein Kanal ist meine Website. Ist ja alles verlinkt. Sobald man einen Kanal von mir hat, hat man auch meine Webseite und das. Warte mal. Machen wir es mal so. Weitere Beweise finden sich auf meiner Webseite. Ja, ist mir auch egal, ob das jetzt irgendwie professionell oder irgendwas rüberkommt. Wie gesagt, das ist ja auch alles Beschiss. Also, das ist wie im Wilden Westen hier. Jeder bescheißt jeden hier irgendwie. Also, warum soll ich mir Mühe machen? Überhaupt diese Volltrottel. Hier, guckt euch das mal an. Oh, Karriere. Oh, guckt euch diese hübschen blonden Frauen an. Oh, ja, hier. Und dann auch noch mal hier die. Ja, echt. Service. Oh, wir telefonieren auch. Und. Ja, legen nach 5 Sekunden wieder auf, wenn der Adrian anruft und sich wieder mal beschwert, ne? Ja, Verbrecherpunk, ne? So ein Beschiss hier, ey, ne? Und das bezahlt ihr alle übrigens mit euren Steuern. Deswegen mache ich auch diese Videos, dass die Leute jetzt endlich mal hier einen Arsch hochkriegen. Also das muss man sich mal geben, dass wir alle mit unseren Steuern Leute bezahlen, die eigentlich machen können, was sie wollen. Kinder ficken, Kinderprostitution, Kinderpornos. Keiner kann dagegen was machen. Die Leute implantieren und abtöten. Also wir bezahlen hier wirklich unseren eigenen Tod auf Raten. Ja, wird Zeit, den Spieß mal umzudrehen, ne? So, weitere Beweise finden sich auf meiner Webseite. www.weebly.com. Oh, Blog. Ach, wobei, das können Sie sich selber durchklicken. Weitere Beweise finden sich auf meiner Webseite. So. Ihr seht das nochmal. So, 4 Minuten. Er ist ungewohnt für mich, so kurze Videos zu machen, weil ich immer so gerne erzähle. Ja, hier zieht euch übrigens mal das Zitat vom Taktik kurz hier rein, ne? Je mehr Gesetze ein Staat hat, ne, umso korrupter ist er halt. Ja, bei den ganzen Gesetzen, die wir hier in der BRD haben, ne, weißt du Bescheid. So, ja, okay, dann ist das. Überlege noch. Ja, das Problem ist, ich würde gerne auch noch die Parlamentarier anschreiben, wie Dr. Catherine Horton. Bloß leider habe ich hier mit T-Online, wir können das ja mal, habe ich nämlich nur, können wir ja gleich mal im neuen Tab mal aufmachen, kann ich halt nur begrenzt E-Mails schicken pro Tag. Das heißt, ich könnte die ganzen 600 eh nicht auf einmal anschreiben, dann müsste ich wieder 10 Mails machen. Und leider kann ich mir dieses Mail M hier nicht leisten oder dieses Mail X oder was.
Deswegen, das reicht schon so. Okay, ich überlege, habe ich noch irgendwas vergessen? So. Alles klar. Ich lasse das einfach mal so, wie gesagt. Letztendlich ist ja auch nicht die erste E-Mail, die ich geschrieben habe. Ist ja auch nur wieder eine von vielen, ne? Ja, wie gesagt, also ich kann euch auch nur ermuntern, kauft euch wirklich dieses Wanzensuchgerät, also www.stop007.org. Dann hier Equipment und Detection. Kauft euch hier dieses Wanzensuchgerät. Es reicht allerdings übrigens auch schon diese UV-Taschenlampe hier. Und dann leuchtet euch mal in die Augen und guckt, ob ihr diese Augenimplantat habt an alle meine Zuschauer. Und wenn ja, dann könnt ihr, das bedeutet, dass ihr später die Geheimdienste auf Millionen bzw. Milliarden Euro verklagen könntet. Ja, wie das dann aussehen soll, ist mir egal. Wenn der ganze Staat, dieser Scheinstaat hier, dieses Firmenkonstrukt hier pleite geht, mir egal. Ich will meine Entschädigung und die kriege ich auch. Herr Karl, Herr Hallenwang, ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Wir sehen uns vor Gericht und dann wird sich der Ton aber ganz schnell ändern, ne? Ihr Lieben. So. Verarschen könnt ihr jemanden anders, Herr Karl. Ne? So. Sie sind verantwortlich für diesen ganzen Scheiß hier. So. Okay, so, ich will nicht lang drum herum reden. Ich erzähle mal so gern. So. Senden. Ihre E-Mail wurde gesendet. Zurückrufen. Das warten wir jetzt noch ab. Bis der Knopf weggeht. So viel Zeit muss sein. Ihre E-Mail wurde gesendet. Jetzt kann ich sie nicht mehr zurückrufen. Ja, den Verfassungsschutz, den will ich gar nicht in meinem Postfach haben. Den BND auch nicht, aber. Ja, so. Alles klar. So, ihr seht, die E-Mail ist gesendet. Ihr habt es jetzt gesehen. Und ja, wie gesagt, macht das nach. Ich kann es euch nur empfehlen, vorausgesetzt, ihr seid natürlich implantiert und habt die Beweise. Und ja, dann würde ich mal sagen. Sehen wir uns im nächsten Video, ne? Und dem BND wünsche ich nach wie vor die Pest an Hals. So. Die 33 warte ich auch noch ab. Ich bin kein Freimaurer. Ich möchte diese 33. Eigentlich, 3 ist eine schöne Zahl, aber wird halt auch alles von den Freimaurern gebraucht oder eher missbraucht. So, alles klar. Okay. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch was. Und Freimaurern die Pest an Hals und Geheimdienst dann sowieso.